Was ist los? Wie soll ich das sagen? Ich scheine auf einen uralten Konflikt gestoßen zu sein. Die Aufnahme, die du gehört hast, kam von einer seltsamen Drohne, die durch die Stadt fliegt. Die Namen der Konfliktparteien sind ziemlich offensichtlich. Assassinen und Templer. Aber es scheint online keinerlei Aufzeichnung zu ihnen zu geben. Nicht einmal in den dunkelsten Ecken des Dark Webs. Also sind das entweder LARPer mit sehr viel Fantasie, oder wir haben es hier mit zwei Gruppen zu tun, die älter und mächtiger sind, als wir es uns vorstellen können. Fangen wir an zu stöbern. Gute Idee. Conny hat dabei geholfen, die Daten von der Drohne zu analysieren. Sie wartet sicher schon darauf, dir mehr zu erzählen. Danke, Bagley. Lass hören. Ich bin ein paar Hinweisen gefolgt, die wir aus dieser Aufnahme erhalten haben. Assassinen, Templer, dieser Lucas-Typ und die seltsame Drohne, von der wir die Aufnahme haben. Es gibt nicht viel zu den ersten drei, aber die Drohne? Ein Prachtexemplar. Was meinst du? Sie wurde von keinem der großen Waffenfabrikanten hergestellt. Sie hat keine Seriennummer oder sonstige Identifikationsmerkmale. Ich habe die Baupläne über einen Proxy gefunden. Das Design ist echt irre. Außerdem habe ich genug GPS-Daten, um den Flugweg zu rekonstruieren. Was auch immer hier vor sich geht, das ist eine große Sache. Find das Ding besser. Genau. Hey! Also, sind wir jetzt einfach DedSec? Durchlaufen wir noch ein Training oder so? Ich hätte gerne eine Broschüre. Hast du eine Broschüre bekommen? Ja, ich wünschte, wir hätten Vorbereitungszeit. Aber der Job kann nicht warten. Mann, ich hätte fast jemanden vom Sirs rekrutiert. Und mit fast rekrutiert meine ich rumgeknutscht. Ich war schon kurz davor, Informationen rauszuknallen, wenn du verstehst. Ich habe gerade erst angefangen und fast schon verkackt. Ja, ich verstehe. Das Ganze ist einfach groß, verstehst du? Viel größer, als wir dachten. Wie geht's dir? Ehrlich gesagt, fühle ich mich dabei komisch. Als würde ich auf dem Spielplatz Räuber und Gendarm spielen. Es fühlt sich nicht real an. Oh, reiß dich zusammen. Einer Kugel ist es egal, ob du an sie glaubst oder nicht. Sie tötet dich so oder so. Dann tue ich einfach weiter so, als wüsste ich, was ich tue. Und nur du weißt, wie es wirklich aussieht. Ernsthaft.
Unsere Analyse des Flugwegs der Drohne deutet an, dass sie in der Nähe ist. Sieh dich um. Da ist die Drohne. Ich brauche eine Kommunikationsbrücke, bevor ich dauerhaft darauf zugreifen kann. Ich konnte die Brücke nicht beenden, aber ich konnte den Cache der Drohne teilweise herunterladen. Das ist der früheste Eintrag. Geh nicht, Lucas. Wenn die Templer dich in London finden, werden sie dich töten. Keiner von uns wird mehr sicher sein. Scheiß auf sicher. Wenn unsere Vorfahren es alleine mit den Templern aufnehmen konnten, kann ich das auch. Gott, ich will nichts mehr darüber hören, wie toll Jacob und Evie Fry waren. Darcy, wenn du nicht helfen willst, die Gruft zu beschützen, dann steh nicht im Weg. Folg mir nicht, mach einfach gar nichts. Mach's gut. Endlich ein paar Infos, die ich online finden kann. Jacob und Evie Fry. Berüchtigte Gangsterzwillinge aus dem London der 1860er Jahre. Töteten einen Industriellen namens Crawford Starrick. Na gut. Aber was ist mit der Gruft? Was könnte das wohl sein? Unsere Analyse des Flugwegs der Drohne deutet an, dass sie in der Nähe ist. Sieh dich um. Du hast unseren Drohnenfreund gefunden. Dann probieren wir die Kommunikationsbrücke nochmal. Ich habe zwar nicht alles geschafft, aber ich habe mehr von dem Cache. Hab ich dich, du Mistkerl. Ich weiß, wo du meinen Bruder festhältst und ich komme ihn holen. Dann aber mal schnell. Das verdoppelt meine Chancen, die Gruft zu finden, bevor der Tag vorüber ist. Ich glaube, ich packe dich auf einen Stuhl direkt neben deinem Bruder. Ich freue mich schon auf deine Reaktion, wenn du siehst, was ich mit ihm gemacht habe. Red nur so weiter und ich sorge dafür, dass dein Tod schmerzhaft sein wird. Diese Unterhaltung wurde vor ein paar Minuten aufgenommen. Vielleicht können wir helfen, bevor es zu spät ist. Du wirst dich verdammt nochmal fügen, sonst landest du im Krankenhaus. Unsere Analyse des Flugwegs der Drohne deutet an, dass sie in der Nähe ist. Sieh dich um. Was haben wir denn hier? Da, ein weiterer Download sollte reichen. Kommunikation eingerichtet. Hallo? Jemand da? Du hast mich gefunden. Das wurde auch Zeit. Auffindbar und gleichzeitig verborgen zu sein, ist schwieriger, als es klingt. Ich bin von DadSec. Wir wollen helfen. Das habe ich mir gedacht. Wer sollte schon so gut hacken und tracken können? Ihr habt sicher gehört, was vorgefallen ist. Wenn ihr helfen wollt, meinen Bruder zu retten, dann trefft mich dort. Von Angesicht zu Angesicht. Also, Darcy,
Du und dein Bruder seid Assassinen. Und dein Bruder wurde von den Templern geschnappt. Wie hat das alles überhaupt angefangen? Sorry, ich habe leider keine Zeit für eine Geschichtsstunde. Sagen wir einfach, die Bruderschaft der Assassinen will Freiheit für alle. Und der Templerorden will sie nicht. Allerdings hat die Bruderschaft auch schon bessere Tage gesehen. Wir sind nicht mehr viele und verstecken uns außerhalb der Stadt. Inzwischen treiben die Templer an nahezu jedem Ort in London ihr Unwesen, außer in der Gruft der Assassinen. Und während ihr in der Klemme steckt, dachte dein Bruder, es wäre eine kluge Idee, mal in London Ärger zu machen. Klingt sehr nach uns eigentlich. Steckt mich zur Zentrale durch. Vier, die Zielperson ist kein Problem mehr. Vermutlich gehackt. Ich muss ruhig bleiben. Zack und die Assassinen. Hätte das jemals irgendwer erwartet? So sicher wie Scheiße stinkt. Also, was ist der Plan? Lucas wird in diesem Polizeirevier von den Templern festgehalten. Ich habe mir ihr Sicherheitssystem mal angesehen, aber du kommst da sicher besser rein als ich. Wenn du dich reinhacken und meinen Bruder finden kannst, gehe ich rein und hole ihn raus. Wie klingt das? Babyleicht. Ich schaff das. Wir nähern uns dem Zugriffspunkt für das Polizeirevier. Da wir jetzt verbunden sind, kann ich mit dir einen Blick ins Gebäude werfen. Sobald ich weiß, wo Lucas ist, übernehme ich. Thank you.
Hier ist das Ziel. Von da kannst du herunterladen. Oberinspektor sich beim Fuhrpark zu melden. Jemanden erwischt. Irgendwo hier ist jemand. Drohne, Gebiet gründlich durchsuchen. Hier ist kein Platz für Fehler. Halten wir die Augen offen. Hier ist nichts. Irgendeine Spur vom Ziel? Niemand mehr hier. Suche abbrechen. Wenn der Assassine im Polizeirevier ist, finden wir ihn. Vielleicht kannst du mich ja in einer Sache aufklären. Warum geschieht es immer und immer wieder, dass die Assassinen auf nichts reduziert werden? Piraten, Eremiten, Straßenschläger. Nachdem sie so oft ausgelöscht wurden, sollte man doch denken, dass sie aus ihren Fehlern lernen würden.
Ich weiß nicht. Was meinst du dazu? Ich habe dir bereits gesagt, wo sich die Gruft befindet und was sich darin versteckt. Ich sterbe lieber, als auch nur ein einziges weiteres Wort von dir zu hören, du sadistischer Wichser! Oh, dazu kommen wir noch, glaub mir. Aber eins nach dem anderen. Ich möchte, dass du lebst, wenn mein Team einen Weg in deine kostbare Gruft findet. Du sollst zusehen, wenn wir die letzte Festung der Assassinen im Namen des Templerordens einnehmen werden. Auf dem Buckingham-Gelände weitersuchen. Wir finden einen Weg rein. Und möge uns der Vater des Verstehens leiten. Nein! Ich werde ihn töten! Das wäre nicht sehr schlau. Die Security weiß von unserem Eindringen. Wir verschwinden besser. Fertig. Was jetzt? Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Ich habe ein bisschen zu diesem Templer geforscht, der seinen Monolog gehalten hat. Sah nach einer sicheren Sache aus. Er heißt Graham Westerly, Geheimdienstkoordinator für das Königshaus. Er leitet das SRS-Büro im Buckingham Palace. Und wie es den Anschein hat, sucht er für die Templer die Gruft der Assassinen. Westerly ist in Übersee dafür bekannt geworden, Häftlingen Informationen zu entlocken. Danach haben sie weder Zähne noch Fingernägel. Wir haben es also mit einem Arschloch zu tun. Wenn die Templer planen, die Gruft der Assassinen zu übernehmen, würde ich damit im Kampf anfangen. Westerly hat seinen Leuten gesagt, dass sie auf dem Gelände des Buckingham Palace suchen sollen. Da muss die Gruft verborgen sein. Triff mich dort, dann suchen wir einen Weg rein. Bin dran. Hier gehört definitiv etwas Kunst hin.
das passt. Jetzt wimmelt es hier nur vor Wachen. Westerly war sehr fleißig. Ich fange das Funkgeplauder der Wachen ab.
Der Eingang zur Gruft ist hinter einem großen Steinbrocken, den niemand wegbewegen konnte. Ich kann ihn bewegen, ich weiß es. Aber zuerst musst du mir mit diesen Wachen helfen. Das klingt nach einem Plan. Ist nur mir so oder sieht er irgendwie heftig aus? Nicht übel. Sind erledigt, aber wir müssen Darcy mehr Zeit verschaffen. Machen wir uns am Sicherheitssystem zu schaffen. Erledigt, jetzt liegt es an dir, Darcy. Du schaffst das. Unglaublich, dass ich noch nie hier unten gewesen bin. Ach, warum hat das so lange gedauert?
Das ist mal interessant. Sind sie? Evie und Jacob Fry. Das hätte Lucas wirklich gefallen. Der andere Typ. Ist das der, für den ich ihn halte? Thank you.
wird merkwürdiger und merkwürdiger. Welche Geheimnisse gibt es noch hier unten? Was hier hinten ist. Ich kann's nicht glauben, es passt. Durchsucht die Gruppe. Findet die Artefakte. Der Eindringling ist immer noch hier. Findet sie. Vielleicht hat sie. Gerade nicht. Job erledigt. Beinahe unter. Was ist denn da?
Pflichtbefolgung kommt es zur Gewaltanwendung. Weißt du, der ganze Kapuze- und Robe-Look ist schon ein paar Jahrhunderte nicht mehr in. Vielleicht verstehst du nicht, was hier los ist. Ich habe dich getötet. Du bist tot. Und ich darf nach einem guten und erfolgreichen Leben sterben. Was man über deine feige Bruderschaft hingegen nicht sagen kann. Sei vorsichtig. Weißt du, ich würde dich und deine Leute so viel mehr respektieren, wenn ihr mein Angebot, die Stadt zu verlassen, abgelehnt hättet. Wenn ihr geblieben wärt und gekämpft hättet. Mich zu töten ändert nichts. Die Templer sind überall. Und deine Bruderschaft hat zu viel Angst, um zurückzukommen. Du willst meinen Rat? Finde bessere Leute zum Kämpfen. Das sollte nicht so schwer sein. Scheiß auf ihn, er hat keine Ahnung, wovon er redet. Ich habe Darcys Signal. Hallo? Was ist da unten passiert? Westerly ist tot und die Gruft ist sicher. Fürs Erste. Ich kann die Stadt auf keinen Fall verlassen. Wenn meine Vorfahren es mit den Templern aufnehmen konnten, schaffe ich das auch. Aber ich brauche eine Bruderschaft. Ich will ja auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber ist Dadzag nicht irgendwie auch sowas wie eine Bruderschaft? Bruderschaft, Schwesternschaft, Geschwisterschaft, was auch immer schafft. Wenn du dich für die Stadt einsetzen willst, nehmen wir dich. Und unter uns, es schadet auch gar nicht, dass du eine Art Ninja mit uralten Superkräften zu sein scheinst. So jemanden haben wir noch nicht. Ha, ich werde darüber reflektieren.